Ich bin im Flow, ich drehe nur durch. Ey. Jetzt muss ich mal da das Gas rausnehmen. Boah! Aber der miteinander. Heute Grüße vom Geißkopf im Bayerischen Wald. Wir haben im Bikepark Geißkopf. Und heute mal ganz untypisch für einen Geißkopf. Nicht shutteln, nicht liften, sondern nur mit dem E-Bike. Und ich möchte abchecken, was am Geißkopf auch tourenmäßig geht. Außerhalb vom Bikepark einfach ein bisschen rundum und umfahren. Mal schauen, was uns da so erwartet. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Herrliches Wetter und jetzt geht's mal auf Tour und als erstes auf den Uphill Flow. Tageskarte 5 Euro für einen Uphill Flow. Passt. Naja. Dann starten wir durch am Uphill Flow. Auf geht's. Start Uphill Flow Trail. Sponsored by Bosch. Naja, Caro. Ja gut, dass wir mit dem Bosch-Motor unterwegs sind. Schwarzer Schild mit Prozentanzeige. Jetzt starten wir richtig rein. In den Uphill-Flow. Dann haben schon die ersten geilen kleinen Steilkurven. Und ich bin vor ein paar Jahren schon mal gefahren. Und ich habe noch so gute Erinnerung, dass man echt bergauf sogar bremsen muss. Weil du einfach in so einen Speedrausch reinkommst und Anlieger bergauf nehmen, ist auch eine geile Geschichte. Oh, extra eine bremsen. Und das. Yeah. Geht schon straff zur Sache gleich. Ohr zurückschalten, steil bergauf. Bin gerade einmal am Testen, wenn man den Uphill Flow und was für eine Unterstützung am besten fährt. Gerade habe ich es mal in Eco probiert. Ja, Eco ist schon sehr, sehr müde und da kann man die Anliegerkurven auch gar nicht so richtig rausbeschleunigen. Deswegen auf jeden Fall mindestens Tour, um genau solche Anstiege da ein bisschen flotter meistern zu können. Klar, am allermeisten Spaß macht es im Turbo hochblasen, aber ich möchte ja ein bisschen Akku sparen, möchte nur ein bisschen rumtouren hier. Anlieger. Und klar, am allerbesten für den ganzen Trail da ist natürlich der EMTB-Modus. Weil der reagiert auf deinen Pedaldruck und damit kannst du echt am besten aus der Kurvenmasse beschleunigen. Und wenn du einen Bums brauchst, haust du einfach mal in die Pedale rein und dann kriegst du den extra Kick im Turbo-Modus und kannst echt jede Kurve saubergeil aus dem Wheelie rausfahren und ab in den nächsten Anlieger knallen. Ja. Das ist natürlich der allerbeste Modi dafür. Oder Jürgen, was fährst du? Fährst du Turbo oder EMTB? EMTB. EMTB natürlich, oder? Klar, der funktioniert echt am allerbesten. Brutal, weil es dir einen aufgeschreibt. Naja, es gibt da immer wieder so Sektionen da. Blaue und rote Linie. Wir nehmen die rote. Kann man alles umfahren. Und die roten sind natürlich technische Uphills. Und das Stelle kenne ich schon. Eine Schlüsselstelle, machen wir oben über die Holzbrücken drüber. Ganz enge Spitzkehre. Jürgen probiert es gleich gar nicht. Und ich schau mal, ob es packt. Dann muss ich natürlich wieder auf dem EMTB-Modus schalten, damit ich da die extra Power habe. Und dann loszufahren im steilen Stickel. Okay, also eigentlich ganz weit aufhören. Boah, da. Ja, boah, lecker rumzirkelt. Nicht ganz grazil, aber gemeistert. Ja,
Ja, so langsam tragt der Trail echt seinen Namen. Jetzt gefühlt noch 50 solche Anliegen, kommt man schon echt wirklich in einen Flow oder in einen Rausch bergauf. Und es ist ja ein Wahnsinn, dass man sogar ab und zu an der 25 km/h-Grenze dann nach oben sich trägen lässt oder besser gesagt aufgeknallt. Das ist schon gigantisch. Und es ist nicht so, als wäre es nicht anstrengend. Finish! Jawoll! Huha, da läuft man zupp mal. Leckst mich fett, hey. So. Sauber. Puh. Und anstrengend. Toppi. Ja. Schaut nicht so aus, aber mega, mega geil. Es waren jetzt ungefähr 10 Minuten. Das Ding aufgeknallt. Reicht. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Warm gefahren sind wir. Können wir wieder heimfahren. Jetzt haben wir sie mal den Bikepark abgewandt, den haben wir hinter uns lassen und fahren jetzt genau in die andere Richtung. Denn wir wollen heute ein bisschen nur touren und dort unsere Enduro-Runden dran. Heißt, es geht alles irgendwo Richtung Deckendorf. Und das sind dann schon wieder die Ausläufer vom Bayerischen Wald. Hinten nasse wird es flacher. Und das Gebiet schauen wir uns an. Und da touren wir jetzt ein bisschen rum. Bis jetzt schaut es ja schon wieder sehr, sehr vielversprechend aus. Einfach locker lässige Enduro-Tour raushauen. Und der Fahrtwind, der tut jetzt gar nicht so verkehrt, denn ich glühe immer noch von gerade. Ah, geil, da gibt es Napperleins, da Napper, Wurzeln und Stahl, was man spülen kann. Überall kleine Abzieher. Yeah. War geil, da war auch ein kleiner Drop gewesen. Ballern! Ja, leckt mich am Arsch! Ah, lecker, das war eine richtig scheiß Linienwahl, was ich da jetzt gefahren habe. Technisch ohne Ende. Da ist der Schaltwerkskiller. Ah, ein bisschen aufschauen, kannst du viel Ärger ersparen. Der Material. Aber jetzt keinen Bock drauf. Dass man irgendwas weggefetzt. Lecker mio, ey, da ist schon wieder sackensteil. Mit der Nonne-Bike da rauf. Puh, aber der, ey. Ist nicht ganz so spaßig. Oh, ist das ein Wurzelfeld. Boah. Aber ist wie immer trotzdem anstrengend. Kann man nicht vernachlässigen, das Ganze. Voll am Arbeiten, links, rechts. Zack, zack. Yes, yes, yes. We are back. Back von unserer Runde von Deckendorf. Endlich wieder herum am Gaskopf. Gott sei Dank. Hey. Ja, war schon eine Tortur. Einmal frei. Und jetzt zum Abschluss gibt es eine schöne Abfahrt. Und dann war es das für heute.
Da ist er, der gute alte Flow Country. Der passt halt perfekt zu dem, was wir gefahren sind, weil wir waren ja schon richtig enduro-mäßig unterwegs. Und da kann man schon mal schön auslaufen lassen auf der Flow Country Strecke. Weil hartes Geschepper brauchen wir halt nicht mehr. Geil ist der! Da waren wir so ultra schnell, das ist unglaublich. Zeigen wir durch auf der Flow Country. Der ist ja gemacht zum Durchfahren. Nicht ständig der Pause machen. Leck mich am Arsch, hey! Boah! Da musst du eine pumpen! Da geht aber auch was, hey! Lecco mio! Alter, das ist anstrengend! Ja! Alter, ich bin im Flow, ich trau nur durch, hey! Jetzt muss ich mal das Gas rausnehmen. Boah! Hopp auf die Jumpline. Zu meinen Lieblingssprüngen. Zum Schluss kann man die ja immer sauber mitnehmen. Boah! Grozo! Grozo! Stark. So, das war's mit der kleinen Runde. So rund um den Geißkopf, oder besser gesagt hinter dem Geißkopf. Wobei die Runde war gar nicht so klar, denn schlussendlich, wir haben jetzt einmal komplett aus dem Bayerischen Wald rausgefahren nach Deckendorf und einmal wieder retour. Waren jetzt gute 1200 oder 1250 Höhenmeter auf 43 Kilometer. Ich bin sparsam gefahren, habe mit meinem Highbike All Mountain 3.5 bin ich bloß auf Tour durchgefahren die meiste Zeit und bin sogar noch mit zwei Strichlern heimgekommen. Mega geil, ja lecco mio, brutal echt, was da im Bayerischen Wald geboten ist. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich da bin. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also macht es gut, ciao dabei, servus, Diri.